Yu-Gi-Oh! Willkommen zum zweiten Metamatch mit Mathmech. Wir spielen gegen Verdammter Phönix. Ja, danke, Java-Update. Ja, Pot, I guess. Kaputt. Ja, Pot. So, nicht Ashen bitte, sei auch keine Ash. Sehr gut. Okay. Hallo, Small World. Haben wir irgendwas verloren, was wir noch gewollt hätten? Das Dave, aber ansonsten nix, nö, nein. Alles gut. Ja, gut, dann Mining für eine Small World. Ja. Und Circular. Soweit kein Interrupt, okay. Immer noch nix. Sind jetzt kaputt, dürfen wir etwas spielen? Na, warten wir mal, wir wollen nicht so früh freuen. Wähler und Impem hatten noch keine Chance. Oh. Ah. Ja gut, dann. Ja. Machen wir weiter. Mhm. Ich meine, wenn wir jetzt darauf Wähler kassieren, ist auch nicht so tragisch, weil wir den noch einen Extender haben. Genau. Nö, nicht. Ja, dann Diameter. Das läuft gerade ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Ja. Dann hampeln wir uns mal gemütlich in die Standard-Kombo. Mhm. So, Devoted Disciple. Ja. Sorry, erst Disciple, dann Devotee. Namen verwechselt. Da. Und tschüss. Hi! Nehme ich, ja dann tschüss, Small World. So, ja. Ich hatte nur gerade überlegt, ob es ein Argument dafür gegeben hätte, statt Small World was anderes wegzuschmeißen, dann mit Small World über sonst eine Brücke Bell zu suchen. Weil Bell hält Called by Dave und Crow auf. Dass die Super Factorial sicher durchkommt, meinst du? Ja. Ich sehe das Argument. Okay. So, dann du. Wir müssen hier was reinspecialen. Ja. Wir hätten auch die Subtraction specialen können, das wäre auch gegangen, aber. Ja. Weil anders haben wir den Token ja eh nicht mehr. So. Dann egal, ist alles schon raus. So, ja. Tschüss. Disciple oder Devotee. Ja. Die Mathmechs brauchen wir noch so ein bisschen. Genau. Namen Diameter. IP Set Pass. Genau. So und so. Okay. Also, Handgrips hattet ihr keinen, jetzt muss ja was anderes kommen. Ja, ja. Entweder jetzt kommt jetzt ein Riesenhaufen Engine oder erstmal Dark Ruler plus gleicher Effekt. Cool. Das ist ein Judgment. Hi! Nicht der, den ich erwartet hatte. Ja. Also das funktioniert. Most certainly. Halt! Fuck. Also nur noch eine Handkarte hatte, meintest du, ja. Ja, passt, sind wir End of Main Phase, ist okay. Ja. Au. Wie viel Attack hat Laplace nochmal? Ich glaube nur 2,5 oder so. Ich glaube, Entschuldigung, nein, nicht 2,5, ich glaube weniger als 2,3.
Aber bin mir nicht sicher. Ja, der kann ja in Dev kommen und sich dann selber durch. Weil der kann ja ein Material nicht abhängen, weil der keine Karte mehr hat. Das heißt, wenn wir den jetzt holen würden, müsste dich auch selber beschützen können, das ist durch Karteneffekt. Karteffekt. Ah, okay, dann der war meint. Ja. Aber er hat nur 2K-Attack. Ja. Au. So, jetzt machen wir aber noch. Ja. Eins, zwei, drei und Laplace. So, genau. Monster weg, Spelltraps weg. Sehen wir auch gleich, was er spielt. Eldritch? Nee. Dinomorphia. Ja. Okay. Ja. Dann hat er, glaube ich, jemand nicht gut gezogen. Hä? Nein, oder? Genauso spielt Dinomorphia. Set 4 Pass. Das ist Dinomorphia. Ah, ja, ja, ich habe gerade an ein anderes Thema gedacht. Ich habe gerade an Warrocks gedacht. Ich weiß nicht warum. Ja, dann. Okay. Ich meine, wir haben ein paar. Wir können durch ein paar Sachen durchspielen. Wir haben genug Stuff. Ja. Nochmal einfach mal Diameter, weil den kennt er. Okay, das ist noch ein Judgment. Wenn er ein Judgment wegschmeißt, macht Sinn, dass er noch eins hat. Ja, wir holen natürlich den Diameter, weil den Sigma können wir auch nur so noch holen. Ja. Okay, der so, ist da Domain. Sind wir auch schon beieinander. Das möchte er mal nicht tun. Nein. Wir wissen, dass er noch ein Judgment hat. Ah, Tickaboo. Gibt, das ist auch nervig. Ja, das funktioniert. Dann behalt mal Laplace. Dann muss es auf der Diameter draufklicken. Ja. So, Special Summon fizzelt, Angriff. Ja, bumm. Er muss jetzt, wir wissen ja, dass da unten Judgment liegt, das heißt, entweder er zieht jetzt nächste Runde genau was nach oder eben nicht. Ja. Beziehungsweise wir setzen natürlich noch den Papier in die Spalte. Ja, hier. Genau. Weil vielleicht müssen wir das Ding noch abstellen. Ja, falls es halt irgendwas hat. Und sei es nur eine Karte, die er setzen kann. Weil das wäre schon genug, um den Zug zu überleben, wenn das lang das der kennt. Wobei, dann können wir nicht, da können wir keinen Imperm aktivieren. Wenn er jetzt einfach nur eine runtersetzt, dann sind wir halt so weit wie vorher. Mhm. Na? Ja. Also muss er jetzt wieder top decken. Mhm. Oder haben die irgendwie mit genug mit 2K-Dev? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Angriff. Ja. Die haben 2 Main-Deck-Viecher oder so. Ja, 0-Dev. Ja, das ist der eine. Mhm. Ja, go. Kein Grund, diesen Mining zu machen. Mhm. Interessant, dass er den nicht gezündet hat. Ach nee, er hatte keinen anderen Dinomorphia im Grave. Ja. Oh. Hi. Wie genau funktionierst du? If a set spell trap card is activated. Okay, wir haben nicht vor, irgendwas zu aktivieren. Nee, das ist ja ein Judgment, also. Ja, den hat er vorgezeigt, ja, passt. Ja, okay, den kann er nicht holen. Den hat er vorgezeigt. Mhm, Angriff. Battleface-Angriff, nichts anderes. So, Putz? Und ja, dann hauen wir mal ein bisschen Spelltrap-Hate ins Deck, würde ich sagen. Gut. Gegen Dinomorphia hätte ich übrigens mit Sprite mal fast verloren, weil wenn die mal in ihre Engine kommen... Also, wenn wir Engine im Sinne von, sie haben einen großen Fusionsstock und dahinter liegen 2 Floodgates, Engine, hat man actually ein Problem. So, bis wir in Lava Golem Range kommen, ist Weihnachten. Ja, gleiches gilt für Nibiru. Wir fangen an, das heißt, Pointer macht keinen Sinn, macht Red Reboot Sinn? Ja. Wahrscheinlich schon, hat genug Traps, ja. Ich würde jetzt noch...
Ja, jetzt halten wir noch raus. Also, ich bezweifle, dass er... Na, Bell kann, glaube ich, auch seine Traps aufhalten. Ja, weil die auch, weil ein paar von denen den Friedhof tragen. Ich glaube tatsächlich, Crow kann raus, weil wenn die Karten mal im Grave sind, sollen sie davon, also das ist dann, das wendet dann auch nicht mehr so wirklich. Und ich glaube, wir können noch einen Dark Ruler kicken. Oder kicken wir alle drei Dark Ruler? Nee, ich wir kicken nicht, einen Dark Ruler. Er hat ja schon Monster, nicht viel, aber das, was er hat, nervt dann schon. Ja, dann kicken wir nur einen Dark Ruler. Versuchen wir das mal. Oder kicken wir einen Wailer. Nee, pass auf, wir kicken den Wailer und lassen den Dark Ruler drin, weil in der Main Phase tun seine Viecher nichts. Wir wollen ihn in unserem Zug abstellen. Ja, das ist ein Argument. Okay. Jetzt darf er leider anfangen und ein paar runtersetzen. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche. So, wilde Behauptung, wir werden jetzt Second gehen. Ja. Aber eigentlich läuft es schon überhaupt nicht nach Plan für ihn, weil Plan A ist, dass du quasi Game 1 gewinnst, weil du ein Floodgate umdrehst und der Gegner kein Spelltrap-Removal hat. Hi! Der ist okay. Ja. Ja, das ist vollkommen legitim. Wie Ash können wir dann wieder seine Fusionstrap schmeißen? Richtig. Grüezi, was kann das? When your opponent, while you control, pay half, then destroy, then battle... Ah, okay, ja. Okay. Ja, dann Pot. Ja, wir gehen erstmal potten. Oder? Ja, man hätte auch dafür argumentieren können, erstmal Circular machen zu gehen. Dass der Sigma weg ist. Ja, Ash. Ja, das war wieder die. Ja, nee. Mhm. Judgment dieses Mal? Das funktioniert nicht. Strike würde gehen. Ah, stimmt. Strike würde gehen. Judgment geht nicht. So, da ist ein Sigma. Und haben wir den anderen? Besitzen wir den anderen Sigma noch? Ja. Krass, da ist nichts weggeflogen. Ja, dann. Ja, dann Circle. Soll ich uns betonen? Ja, schade. Ja. So fair sind sie dann schon. So, Schuss Sigma. Summon Limit. Interesting, warum dreht man das denn jetzt schon um? Dreh's doch um, wenn wir zwei Stöcke haben. Hm. Aber gut. Ja. Wir könnten, da wir zwei Subtractions haben, wir dann echt die Idee nehmen, weil Sigma riskiert bloß, dass wir den gebanished kriegen. Ich meine, er hat jetzt gerade nichts Ordentliches im Grave, ne? Also, wenn wir da jetzt drüber laufen, eben, da kann nichts wiederkommen. Also, ich sage, wir holen jetzt was Subtraction, falls er dann noch irgendein Blödsinnig, was einen Angriff negiert. Und dann Rums. Ja, genau. Ja, okay, passt. Sein Viech darf mal 1000 verlieren. Ja, natürlich. Achso, ja, klar, ja. Mal. Suchen du mal natürlich. Ich würde sagen Factorial. Ja, ja, weil das sagt ja, wir dürfen nur zweimal beschwören, nicht zwei Monster beschwören, ne? Ja, das heißt, Super Factorial funktioniert einwandfrei. Ja. Ich weiß legit nicht, ob Super Factorial. Oh, da kann ich einen Klassenzug, wo wir den holen. Okay. Ich weiß legit nicht, ob Super Factorial als ein oder zwei Summons zählt. Ich rate mal zwei, aber. Ich würde sagen zwei, aber das langt ja trotzdem mit Summon Limit. Ja. Ja, Set Pass. Mhm. Wir tun so, als wäre es ein Imp. Set 2 natürlich. Weil das Super Factorial müssen wir ja auch noch setzen. Ja. Wir setzen die Imperm, quote on quote, und das Super Factorial. Ja, das ist richtig. So und so. Genau. Wir dürfen nur die Monster, die wir überholt haben, benutzen für die Special Summon, ne? Ja. Only those Monsters. Das heißt, die müssen erstmal noch draufgehen, bevor wir das machen können. Richtig. Aber das ist ja kein Problem. Und wenn er es nicht hinkriegt, dass die draufgehen, beklage ich mich auch nicht. Oder so. Warum sollten wir das jetzt zünden? Weil. Wir können Normal und dann einfach Laplace machen. Wir können jetzt auch mit Laplace anfangen. Laplace braucht 3. Weil. Oder? Ach so, nein, ich hätte Alan Börschern gebaut. Oder? Der holt aber nur noch ein Monster. Laplace räumt halt direkt das Summon Limit weg. Da braucht man den. Und wenn er das nie geht, haben wir immer noch Feather-Duster. Dann normeln wir jetzt. Nee, wir specialen Subtraction, weil da ja mit. Wir specialen Subtraction. Ja.
Meine Idee ist jetzt quasi, wenn wir ein Judgment oder ein Strike kassieren, so, ja. Circle aktivieren wir natürlich. Wenn wir Judgment oder Strike kassieren, machen wir einfach Equation, holen irgendwas wieder, was 1000 Attack mehr hat, tot. Wenn er Diffusion macht in Response, dann die hätte auch in Response einen Feather Duster machen können. Von daher gibt es jetzt gerade keinen Grund, den einzusetzen. Ja. So, ja. Für 2 Materialien. Genau. Aber wenn jetzt der Feather Duster uns das Game gewinnt, dann hätte wahrscheinlich auch der, dann gewinnt jetzt auch der das Game. Okay, ja. Dann. Auswürfeln rechts. Ja, so ist nicht Liefel. Er hat 2500. Wir hatten 2 Summons. Ja. Ach so. Ich würde trotzdem eine von den beiden anderen kaputt machen und angreifen. Glaube ich. Oder? Ja, wir haben noch Feather Duster. Wir können immer noch machen. Ja. Warte, er hat die Counter-Trap im. Deswegen richtig. Hat er den Strike behalten. Er kriegt einmal keinen Kampfschaden. So, wann geht das, wenn er 2000 oder weniger HP hat? Dann hauen wir ihm jetzt mal einfach für 2000 auf die Fresse und passen den Turn. Richtig, dann holen wir im nächsten Zug noch ein Monster und greifen 2x an, weil er kann nur einen Angriff negieren. Oder kann die andere Trap das auch? Kann man rausfinden. Das ist Effekt-Damage. Effekt-Damage. Okay. Ja. Pass. Mhm. There we go. There we go. Ja, Ash. Ash und Ende. 2x. Ja, das ist eins der Probleme von dem Deck. Das ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe beim gegen das Deck spielen. Einfach auf die Fusion holzen. Weil den ganzen anderen Bums, den bringt man dann schon irgendwann weg. Aber die Fusion stört. Also die stört wirklich, weil die ist groß und böse und die stört. Oder halt eben nicht, weil wir eine Ash hatten. Ja. Bis Freitag. Bis Freitag.